Und damit seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Engländer zu einem neuen Part, Miitopia mit dem Zwergenfürst. Der große Weise Gronkh ist fort. Der hat sich im letzten Part verabschiedet zum Ende hin. Schade. Seitdem bin ich ganz niedergeschlagen. Es ist so einsam ohne ihn. Pa, wer braucht's den schon? Du hast doch mich. Genau deshalb vermisse ich den großen Weisen. Weshalb? Weil er weise war und bescheiden und nicht angegeben hat. Nicht sowas gesagt hätte wie, dafür hast du doch mich, oder weshalb? Los, Blackie, Attacke! So, hier aber sind wir wieder in dem neuen alten Team. Mit Donald und Blackie und Annelie und mir. Okay, ich bin immer noch der Priester. Bin eher für das Heilen zuständig, als für den Angriff. Das finde ich echt nicht so toll. Ich würde gerne wieder zum Wissenschaftler wechseln. Wenn ich die Attacken fand ich bisher am besten. Also, ich mache mehr Offensivangriff als diesen Heilangriff. Ja, muss natürlich auch ein Team geben, der Heilung bringt, aber das muss vielleicht nicht unbedingt ich sein. Explosion. Kann Blackie eigentlich Heilung machen oder wen können wir dafür abstellen? Puh. Okay, Level 9 für mich. Level ab für Zwergi. Ich würde sagen, vielleicht machen wir das einfach, wenn ich Level 13 mit den Magier geschafft habe. Und so ein paar Uniformen und ein paar Outfits so bekommen habe. Mit dem Priester. Das heißt, wenn ich das so ein bisschen erkundet habe, dieses Kostüm, diese Klasse. Noch ein Monster. Ich würde nämlich sehr gerne wieder meine Klasse tauschen. Jetzt habe ich es nämlich mal ausprobiert, dann vielleicht, und dann kann es vielleicht auch wieder gut sein. So, Heilung auf Annelie. Frische Brisen angreifen. Okay, ich frage mich immer noch, wieso die frische Brise heißen. Weil, ja. Sind eher Tornados oder Orkane. Ach so, Blacky kann dieses Einschläfern und Heilen. Schön, schön. Ich mache dann mal Angriff auf die frische Brise A. Attacke. So. Alles in Ordnung, Zwergi. Okay. Vorsicht, ha! Alles in Ordnung, Zwergi. So, Donald ist sehr, sehr angegriffen. Den Donald in die Ruhepause bringen, in die Ruhezone. Den brauchen wir noch. Okay, Heilung auf. Okay, Heilung auf Annelie. Heilung. Das bringt nicht sehr viel, aber ein bisschen was bringt's. MP wurde von Blackie geschluckt. So. Einer war es noch. 810 haben wir schon besiegt. Heilung auf Blackie. Und den Donald zu holen wir mal aus der Ruhezone raus und dafür die Annelie wieder rein. Okay, da war der Kampf schon vorbei. Das war's wohl. Weiter geht's. Ein paar Erfahrungspunkte für alle. Sturmlimo. Weiter geht's. Ich brauche eine Pause, das sagst du doch immer. Sind aber heute hier verdammt viele Gegner. Wie kommt denn das? Auf einer Route gleich zwei. Drei Gegner. Oh, ich muss heute verdammt erkältet klingen. Tut mir leid, wenn ich hier ein bisschen verschnupft klinge. Das ist heute der dritte Tag, in dem ich erkältet bin.
Das heißt, es besteht wieder Hoffnung darauf, dass es sich legt. So, jetzt bin ich fast Game Over. Ich bemerke gerade fast, ich kann nicht mehr sprechen. Gewonnen! Radaugummi. Okay. Kommt jetzt endlich ein Gasthaus oder was? Jo, ein Gasthaus! Ich klinge wirklich ziemlich angeschlagen, schätze ich mal. Ja, das liegt daran, dass meine Nase wirklich zu ist und ich auch wirklich ziemlich mitgenommen bin. Heute war mein erster Arbeitstag, also heute ist der 1.9., wenn ich das aufnehme. Es kommt wahrscheinlich ein bisschen später. Das werde ich in ein paar Tagen online stellen. Ja, bin auch sozusagen in jeder Hinsicht geschafft, also blöde Idee jetzt aufzunehmen mit der Erkältung und so ein bisschen geschafft zu sein. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, wenn dieser Part ein bisschen angeknackst ist und ein bisschen, und ja, schwächer ist als die anderen. Ich mache jetzt trotzdem weiter. Auf geht's. The show must go on. Ganz im Sinne dieses Spielers hier. Wer könnte immer weiter spielen? Ich bin's, der einzig wahre Chris Freak. Chris Freak, Richard Castle. Testen wir, wie gut dein Gedächtnis wirklich ist. Spielen wir eine Runde Mii-Parade. Lass uns gleich anfangen. Aber gerne doch, Mii-Parade. Was war denn das nochmal? Ach, ich muss mir die ganzen Leute hier merken. Das geht doch relativ leicht. Ich muss dann sagen, wer vorbeikam. Oder wer nicht vorbeikam. So, hier haben wir Zwergi. Hier haben wir Tumblerfee, welche auch immer das ist. Oder die Waldfee. Robert. Tumblerfee, die achte. Voilà. Das wäre es jetzt. Wie viele Charaktere haben gegähnt? Ach du Scheiße. Ach du Schande. Ich glaube, nur einer hat gegähnt, oder? Das war Robert. Richtig. Der Robert hat gegähnt. Nee, es waren zwei. Ich war noch dran. Ich habe noch gegähnt. In mich hinein. Du hast mich glatt geschlagen. 3 Spielscheine erhalten. Man sieht sich. Und weiter geht's. Abmarsch. Hoffentlich jetzt nicht mehr so viele Gegner auf einer Route. Mit etwas weniger Gegner hier. Donald hat was gefunden. Augenblick, da liegt da drüben was. Donald erhält ein MP-Bonbon. So, Beeilung. Auf. Es wird dunkel. Zeit zum Grillen. Und da mampfen sie wieder am offenen Feuer. Schaut euch diesen Pilz an. Wer möchte einmal kosten? Ich will mal kosten. Gib her. Schluck. Pilze. Ich esse gerne Pilze. Ich nehme ihn dir ab, Blacky. Blacky hat Pilz gekocht. Mir hat's geschmeckt. Njam. Es klingt doch stark verdächtig. Und dann kam der Morgen. Man sieht ihn nicht wirklich, weil es ist dunkel hier im Untergrund, aber es kam der Morgen. Es gibt hier nicht wirklich einen Unterschied zwischen Tag und Nacht, aber es ist schon wieder hell. Jetzt eine Tasse Tee. Ja, eine Tasse Tee könnte ich wirklich gebrauchen. Mit meiner Erkältung. Ich mag aber keinen Tee. Nee, nix da. Bei mir gibt's keinen Tee. Trink gleich einen Schluck Kaffee. Vielleicht hilft das ein bisschen. Ich glaube nicht, aber was soll's. So, Dunkelgreif. 2 Dunkelgreifs. Oha, ich hoffe, die sind nicht so schwer wie die in der Wüste. Nett. Okay, steckt was ein. Ich glaube, ich muss für Blacky mal die Ruhezone aktivieren. Hier muss man sich mal ein bisschen ausruhen. Angriff auf Dunkelgreif B. Okay, die sind doch scheinbar etwas schwer. Aber ich hoffe nicht zu schwer. Oh, doch. Etwas leichter.
Andy hat's besiegt. Nein, Donald! Donald, ich brauche dich noch. Ich wiederbelebe dich. Ich belebe dich wieder. Oh, nächste Beziehung. Durab, Durab. Irgendwie Freunde. Geben gelernt und spendiere einen Freund, der keinen hat, einen kleinen Imbiss im Kampf. Schön, schön. Zwergi, bitte Hilfe an. Anni und Zwergi greifen gemeinsam an. Attacke. So, besiegt. Anni und Co. werden sich gleich. Das war ja einfach. Hurra, Bratgreifchen. Zwei davon erhalten. Ein Gasthaus. Na, aber sowas von. Gasthaus gefunden. Nacht. Schlafen Sie. Zwergi möchte einen epischen silbernen Stab. Soll er sich gönnen? Einen silbernen Stab. Dann rüste dich mal aus. Oh, eine Bombe wäre der Traum von Donald. Dann zerbombe aber bitte nicht alles auf einmal. Hier nicht das ganze Gasthaus explodieren lassen. Ausrüsten. Das wären ja bombige Kämpfe demnächst. Ein Bienenkleid wäre der Traum von Putin. Okay. Was soll's, hier hast du. Und Blacky möchte eine neue Robe. Eine Anzugsrobe wäre der Traum von Blacky. Na, Anzugsrobe, wie sieht das aus? Hier natürlich ein Black für Blacky. Okay, Abwehr von 41 auf 45. Ja, und weiter geht's. Und dabei treten wir das Schloss des dunklen Fürsten. Oder ist es das nicht? Sieht aus wie das Schloss des dunklen Fürsten. Huch! Verflixt! Schon wieder vom Team getrennt, oder was? Gibt's doch gar nicht. Wo sind denn die anderen hin? Es hilft nichts, wir sollten einfach weitergehen. Dein Team wurde in zwei Hälften geteilt. Nicht schon wieder. So ein Mist. Burg des dunklen Fürsten. Des dunklen Fürsten getrennt. Oha. Ja, heiter werden. Abmarsch. Okay, jetzt habe ich ja mich. Blacky die zweite, Blacky die erste und Sarah. Okay, komisches Team. Treffen können. Es ist so finster hier. Da kriegt man ja echt Angst. Sei unbesorgt. Ich bin für dich da, meine Schwester. Beim ersten Anzeichen von Gefahr kannst du dich hinter mir verstecken. Echt nobel von dir, Bruder. Oh, kommt wohl gleich ein Gegner. Nein, erstmal eine Weggabelung. Ich habe ein Loch im Schuh. Nur nicht den Kopf hängen lassen. Brüllengeist, Nervgeist und Quälgeist. Okay, der Brüllengeist ist neu. Attacke. Attackiert das, was neu ist. Neue Technik. Riesenwaffe. Okay. Und zaubert jetzt meine Waffe größer. Nice. Hau drauf. Gönn dir, Zwergi. Hau rein. Und sie haut auch rein. Okay. Hab in die Ruhezone mit Blacky. Die werden nicht weichen. Ja, das glaube ich euch. Ihr werdet nicht weichen. Okay, sie ist jetzt böse. Ich greife trotzdem weiter an. Die zweite bietet Hilfe an. Ha. So. Okay, die brüllen. Tante haben wir besiegt, den Brüllengeist. Kaka. Okay, Sarah ist böse. Sie ist besessen von ihrem Unholdgeist, wie der hieß. Von dem Quälgeist. Besiegen wir ihn also, den Quälgeist. Ah, ich sagte, besiegen wir den Quälgeist. Geister hier. Wilde Geisterjagd. Zwischen Team Zwerg, Blacky und Sarah. Egal.
Ab mit dir in die Ruhezone, Blackie. So kann das nicht gehen. Du kannst uns hier nicht behindern im Kampf. Komm, der Nervgeist ist sowieso besiegt. Haben wir's. Noch böse, die Blackie. Level 10 für mich. Juhu. Level für Zwergi. Strafendes Licht gelernt. Lass einen Gegner im Licht der Gerechtigkeit verglühen. Magi. Hurra, Teufelsdörtchen halten. Sind wir bald im Gasthaus. Spitze. Ich ersehne immer die Gasthäuser her. Ich weiß, weil da kann ich immer Pausen machen. Kann ich immer ein bisschen schnaupen. Kann ich das sehr gut rausschneiden. Das ist sehr schön. Die sind nicht sehr schön. Vor allem gegen Brüllengeister. Was sind das für Geister? Kenne ich noch gar nicht. Sind sie neu? Vor allem ich als Priester. Oha! Als ganzes Team angegriffen. Sowas habe ich auch noch gar nicht gesehen. Geister, Geister. Hier spukt's im Schloss. Ja, es spukt beim dunklen Fürst. Köstlich. Okay. Neue Beziehungsstufe mit Sarah. Irgendwie Freunde. Irgendwie Geschwister. Die zwei haben geben gelernt. Angriff auf Quälgeist B. Also Quälgeist, nee, Brüllengeist. Quälgeist ist keiner von denen. Die sind nämlich rot. Beinrot, um genau zu sein. Popstar. Blackie die zweite. Lisa greift an. Nee, sie greift nicht an. Sie unterstützt das Team. Köstlich. Sarah kocht etwas. Ich greife an. Riesenwaffe. Das finde ich episch. Die Riesenwaffe. Sieht nach einem Thumbnail aus. Ich hole kurz meine Augen aus. Natürlich holst du deine Augen aus. Du bist nicht K.O. Oder irgendwie ähnliche Sachen. Du holst deine Augen aus. Klar, Zwergi. Davon kommt sowas. Sowas kommt von sowas oder sowas. Irgendwas hat sie da gesagt. Das war's wohl. Weiter geht's. Level 12. Für Sarah und für Blackie. Oder war für Blackie schon ein anderes Level? Festmahl gelernt. Stelle Team HP mit einem Festmahl wieder her. Lange Vorbereitungszeit. Okay, lange Vorbereitungszeit ist schlecht, aber wird hoffentlich viel bringen. Ein Gasthaus. Juhu. Ändern. Du hast Level 10 mit der Klasse Priester erreicht. Dafür gibt's eine Medaille. Zum Schlafen. Okay. Vielleicht ist dieser Part ein bisschen kürzer, aber ich bin auch erkältet und krank und geschafft. Ich sag's jetzt mal, glaube ich, nach oben soll's euch gefallen haben. Lasst euch noch einen angenehmen, fröstlichen Tag, Morgen oder Abend. Gehabt euch wohl und haut rinne. Bis zum nächsten Video mit dem Zwergenfürst. Haut rinne.